Einen wunderschönen Mittwochabend wünschen wir euch wieder. Willkommen zurück zu Rising World. Mit dabei Barock, Kuckuck, Nikola. Hallo. Und meine Wenigkeit. Ihr seht, die Abrissarbeiten an dem Bauernhof gehen voran. Die Felder sind auch so gut wie abgeerntet. Und was treibt ihr so? Abreißen, hast du doch gerade gesagt. Abernten, habe ich auch gesagt. Da bleibt ja nur noch Nikola übrig. Die Umgebung der Kirche. Und da sprach die Motivation. Und da geht die Sonne auf. Oh, da ging aber fix, wa? Ui, dieser Sonnenaufgang. Schön. Genießen wir die Stille und schauen uns diesen Sonnenaufgang an. Dann mach doch mal die Kopflampe aus. Na toll. Genau da, wo die Sonne aufgeht, stehen natürlich diese verdammten Fichten vor, ne? Fichten? Bei mir sind es diese Savannenbäume. Aber so diese Sonnenstrahlen so zwischen den Bäumen durch, das sieht richtig gut aus. Das sehe ich ja jetzt erst. Dein Leuchtfeuerchen auf dem Kirchendach sieht auch geil aus. Na, ja, wenn der Turmdach erstmal fertig ist, ja. Wo? Also ich vermute mal, dass wir am Freitag wieder einen vollbesetzten Bauernhof haben. Das Zeug wächst hier echt wie Unkraut. Das ist nicht wie bei Life is Feudal, ne? Auf keinen Fall. Aber hier haben wir auch nicht so einen hohen Verbrauch wie in Life is Feudal. So, dann muss ich jetzt hier nur noch die ganzen Fensterläden rausnehmen hier und dann ist nur noch das Mauerwerk über. Ist das Sandstein? Ist egal, was es ist, es wird vernichtet. Aber nein, wäre es nicht, es ist Lehm.
kriege langsam Krampf in meinem rechten Finger. Ich rutsche immer von der Taste ab. So, dann ist jetzt nur noch das Grundgemäuer über. Das überlassen wir mal Nikola. Was ist das Komplette? Ich fange dann mit dem Wintergarten an. Okay. Ja, wenn ihr mal wissen wollt, das hier ist nur das, was an Balken und Brettern in dem Gebäude war. Ist schon echt hart. So, die Kiste darf er behalten, weil die wird, meine ich, nicht mit übergesetzt, genau wie diese Dinger. Die muss ich gleich drüben platzieren. Die Gartenfackeln. Ja doch, die Gartenfackeln hat er platziert. Gut, dann werden die mitvernichtet. Das Einzige, was hier noch gebaut werden muss, ist ein Weg, weil der Bauernhof leicht erhöht steht. Okay, dann erstmal das Interieur hier. Boah, das Ding hat er auch echt alles aus einzelnen Brettern gebaut, ne? Wie viele Bäume sind deines Erachtens dabei draufgegangen? Also mindestens ein Wald. Was machen wir danach mit seinem Poster? Welches Poster? Also hier im Bauernhof hängt noch ein Poster. Das habe ich eigentlich schon weggemacht. Okay, dann weiß das mein Spiel noch nicht.
Das habe ich zu seinen persönlichen Sachen gelegt.